'Twas an autumn day, the sky was blue, the trees were turning gold. I met the whiskey vicar, he was strolling down the road. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spirit Meets Spirituality. In der letzten Folge habe ich ja versucht, ein paar Fragen zu beantworten und eine dieser Fragen lautete, wie ich überhaupt zum Whisky gekommen bin. Da habe ich erzählt, dass ich ein Quereinsteiger bin, dass ich über 40 Jahre meines Lebens, ich kann mir es heute gar nicht mehr vorstellen, ohne Whisky verbracht zu haben, ohne den Genuss zu kennen, der mit Whisky verbunden ist. Jedenfalls, nachdem ich den Whisky einmal entdeckt hatte, nachdem er für mich wirklich so eine Art Offenbarung geworden ist, habe ich eben angefangen, Bücher zu lesen, Whiskys zu verkosten, zu Whisky-Messen zu gehen, natürlich auch nach Schottland zu fahren, Destillerien anzuschauen und so eben ein bisschen über dieses wunderbare Getränk zu lernen. Danach hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis ich mal in einer schlaflosen Nacht auf die Idee kam, den Whisky auch im Rahmen der Seelsorge einzusetzen, nämlich eine Veranstaltung anzubieten zum Thema Spiritualität des Whiskys. Ich hatte vorher schon sehr viele Veranstaltungen ausprobiert, um mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die mit Glaube, Kirche, Religion eher nichts anfangen können. All diese Versuche sind eigentlich ziemlich kläglich gescheitert. Mit dem Whisky hat es auf einmal geklappt. Die erste Veranstaltung war komplett ausgebucht und sogar überfüllt, sodass ich das immer wieder wiederholen musste. Und mit der Zeit kam dann auch die Frage auf, ob das, was ich da so erzähle, nicht auch in schriftlicher Form erhältlich ist. War es zunächst nicht, aber ich habe mir dann eben die Mühe gemacht, das Ganze mal aufzuschreiben und in Buchform herauszubringen. Das Büchlein, das dabei entstanden ist, heißt Wasser des Lebens, Einführung in die Spiritualität des Whiskys. Bis aus dem Manuskript dieses Büchlein geworden ist, hat es über 2 Jahre gedauert, weil ich mich sehr schwer damit getan habe, einen Verlag zu finden. Den weltlichen Verlagen war das Thema zu religiös, den religiösen Verlagen war das Thema zu weltlich. Erfolg hatte ich schließlich beim Verlag der Benediktiner von St. Ottilien, einem großen Kloster vor den Toren von München. In deren Verlag, dem EOS Verlag, ist das Büchlein dann schlussendlich erschienen und die Benediktiner haben sich sehr viel Mühe gegeben, aus dem dürren Manuskript wirklich ein schönes, gefälliges, ansprechendes Büchlein mit vielen schönen Bildern zu machen. Der gute Absatz des Büchleins hat dann dazu geführt, dass ich sehr schnell ein zweites Whisky-Buch schreiben durfte und musste. Es trägt den Titel Whisky-Wallfahrten, ist im gleichen Verlag und mit der gleichen Aufmachung erschienen. Und wiederum nur ein Jahr später ist dann ein drittes Buch, wiederum im selben Verlag und mit der gleichen Aufmachung erschienen, mit dem Titel Whisky Witze. Es enthält über 200 Witze zum Thema Whisky und auf diese Weise soll zum Ausdruck kommen, dass Whisky, Spiritualität und Spirit eben Dinge sind, die uns Menschen Freude bereiten sollen. Religion und Glaube kommen ja oft ein wenig trocken und lebensfremd daher. Umso wichtiger ist es, dass das Ganze auch mal ein bisschen lebensfroh und lustig erlebbar wird. Alle 3 Bücher sind im Verlag der Benediktiner von St. Ottilien erschienen, dort auch erhältlich und überall dort, wo es Bücher gibt. Der Preis jedes Buchs beträgt 19,95 Euro und ich bin sehr dankbar, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Videos die Benediktiner durch den Kauf eines solchen Buches unterstützen. Weihnachten steht ja vor der Tür. Sie eignen sich sicherlich ganz gut auch als Weihnachtsgeschenk. In diesem Sinn möchte ich jetzt allen Zuschauerinnen und Zuschauern ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und mit einem herzlichen Slancheva. Gute Gesundheit für Leib und Seele, gerade auch im neuen Jahr 2021. He said, Whisky can bring you joy, and it can bring you peace. But
Whiskey can lead to confusion and even unleash.